Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 3 Part 50. Sind wir hier stehen geblieben und wie es aussieht, machen wir jetzt hier den Geschützkanonier und ja, mal gucken, was das wird hier. Ihr wisst ja, unter Gold bin ich nicht zufrieden. Gucken wir mal. Ach so, wir müssen mehrfach drücken. Das war nicht gut. Okay, also ich glaube, das hat nichts irgendwie noch mit einem Minispiel zu tun. Das ist schlichtweg Hauptmission. Und das wird nicht gut ausgehen. Halleluja. Ja, geht nicht anders. Ich muss die hier erstmal wegkriegen. Das wird. Mein Finger fällt gleich ab. Geht nicht anders. So. Alter, dass ich die Taste nicht gedrückt halten kann, ne? Das macht mich so wahnsinnig. Alter, das ist nicht gut. Alter, wer denkt sich das aus, dass man mehrfach drücken muss, statt gedrückt zu halten? Naja, wir spielen hier Jack. Ich hinterfrage hier, was das betrifft, nichts mehr. Was ist das? Ach, jetzt geht's auch noch in die Richtung. Also das ist ja mal... ziemlich bescheiden. In was für einer ruhigen Sekunde soll ich hier denn bitte mal die abschießen? Ach, jetzt geht's ja auch noch weiter. Nee, doch nicht. Oh, ich dachte schon, Alter. Geschafft, Jack. Dieser Sieg wird uns neue Hoffnung geben. Die Zeiten sind düster. Als ich Haven Citys Anführer war, da waren sie es auch. Nur Mut. Auch das kleinste Kraut findet Schutz zwischen den Felsen. Was? Du warst mal Anführer von Haven City? Ich bestieg den Thron während der Metallschädelkriege. Baron Praxis verriet mich und verbannte mich in die Wüste. Den Rest kennt.
Nun ja, hier ist dein drittes und letztes Kampfamulett. Du bist nun einer von uns. Das Amulett ist ein Peilsender. Wann immer du in Not bist, ruf uns damit. Wir werden kommen. Und hier ist noch ein Willkommensgeschenk. Angeblich trug Ma diese seltene Precursor-Rüstung einst selbst. Ich hatte sie für meinen Sohn verwahrt. Doch nun sollst du sie tragen in diesen Zeiten. Danke, aber ich habe gar nichts für dich. Du gibst uns Hoffnung, Jack. Das ist mehr als genug. Willkommen im Clan. Ja, die schockt. Die sieht cool aus. Wir haben ein Problem. Messungen zufolge hat Errol die Schutzschilde des dunklen Schiffes aktiviert. Selbst wenn wir unser Abwehrsystem einschalten können, richtet es vielleicht gar nichts aus. Ich glaube, das Astroskop im Havenwald kann mehr als nur Sterne betrachten. Seid vorsichtig. Dunkle Kreaturen haben den Wald eingenommen. Es wird schwer, überhaupt zum Astroskop zu gelangen. Okay. Ich möchte hier aber nochmal gucken. Kommen wir da rein? Ja, also wir können hier das Minispiel machen. Das haben wir noch nicht. Und das werde ich auch machen. So, hier gibt es nichts Neues. Nö. Noch 10 Stück, dann haben wir 500 Precursor Orbs. So, wir machen jetzt hier die Minimission mal. Gucken wir mal. Weil hier würde ich tatsächlich ganz gerne irgendwie Gold holen. Und ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Und ich hoffe inständig, dass das nicht so lange dauert und dass wir das auch hinkriegen. Warum auch immer das schon mal 5 ist und so. Ich weiß es nicht. Warum wird das so doll multipliziert? Weil wir kein auslassen oder wie? Oh, oha. Ich glaube schon, ne? Wir sind schon bei 6.000. Nein! Den wollte ich nicht durchlassen. Naja, nicht so wild. Solange uns das nicht öfter passiert, ist das nicht so wild. Ey, und der war aber schnell, du. Linkes Nummer, Dingen. Boah, ist das Link. Wie soll ich denn so schnell da hinkommen? Treff doch mal. Hast schon Auto-Aim hier. Schlimm. Da habe ich da schon Auto-Aim und treff das Ding nicht. Unfassbar. Alter, die sind so fies. Alter.
Ja, schön. Wunderbar. Mega geil. Ohne Witz. Ach, da hinten, ja, schön. Das war's. Ich finde das gar nicht toll. Auch wieder eine Affenhitze hier in diesem Areal. Ja, wahrscheinlich. Ich habe hier nur meinen Pulli ausgezogen, beziehungsweise mein T-Shirt. Und schon gucke ich hier auf den Bildschirm und lande hier im Fluss. Das ist ja wieder mal Wahnsinn. So, das machen wir nochmal. Also das war grottig. Ja, haben wir hier noch neue Nebenmissionen? Nö, die haben wir alle bestanden. So, denn jetzt hier aber. Wahnsinn. Jetzt weiß ich, wann wir... Immer wenn wir nur einen Schuss brauchen, um den nächsten zu treffen, wird das multipliziert. Genau. Ja, das war scheiße. Ja, gut. Tja. Also das... Gut, also wir müssen uns auf jeden Fall merken, dass ich immer nur einen Schuss brauchen darf und dann geht das schneller. Schön, dass ich da nochmal hochlatschen muss. Was auch immer das für einen Sinn hat. Aber es wird sich schon... Also ich darf jetzt nicht daneben schießen und muss immer nur einen Schuss brauchen. Ja, schön daneben. Obwohl er drauf war. Ja, so wird das auf jeden Fall nix. Dabei muss ich das inständig versuchen. Ja. Boah. Und Ende der Serie. Das ist so Wahnsinn. Ich sag Ende der Serie und Siri meldet sich. Unfassbar, ey. Kannst ja wieder... Eigentlich so richtig in die Top. Ja. Ja, nee, komm. Also, das mache ich nochmal im nächsten Part mit euch. War halt ziemlich Toilettengriff. Aber was will man erwarten, ne? Gut, in dem Sinne, nichtsdestotrotz, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann machen wir oben wieder die Geschützherausforderungen intensiv und beschäftigen uns damit mal, dass wir da Gold kriegen. Möchte nämlich alle Precursor Ops haben. Ganz klar. Gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.